Yo Friends, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal. Ich schaue mir heute das Escape My Reality Album von Slit253 und Aven? Even? I don't know. Keine Ahnung. Ist aber auch eigentlich egal. Denn ich gehe da jetzt komplett rein in diese Materie. Ja? Das erste ist eine Audio. Wir haben drei Audios, sehe ich gerade. Wir haben einmal Audio 24.04.26, dann nochmal 24.26 und nochmal. Ich glaube 0 Uhr, 9.23 und 19.23 kann das sein. Ich habe keine Ahnung, was da die Uhrzeit ist, aber ich glaube, weil das hier ist das Datum. Keine Ahnung, wir gehen einfach mal rein da. Welcome to the EMR project. Please relax and we will proceed to your exit destination. Initiating project launcher, loading audio file. Hey, in case nobody's asked you this today, are you okay? Are you really fine? I mean, you know it's okay to feel a little off sometimes. It's alright that you don't want to smile. You don't need to explain bad moments away. We all get them and get through them. Don't forget that even the darkest clouds have the sun shining on the other side. Let me guide you to the escape from your reality. You're entering the EMR project. Okay. Ja, ist mal ein anderes Album-Intro. Würde ich mal einfach so ganz stumpf behaupten. Kann man jetzt nicht groß was zu sagen? Auf jeden Fall, aber geiles Intro für ein Album, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir. Ist mal was anderes, ne? Ja, ist halt einfach was anderes, ne? So. Gut, kommen wir zum zweiten Track. Und zwar Streuner. Geht 2 Minuten 20. Aber kein Track, der 3 Minuten ist oder an die 3 rankommt. Oh Mann, ne? Klingt auf jeden Fall geil, so auch der Vibe. Gut, das Ding ist jetzt halt auch so ein bisschen, ne, ich kann jetzt hier keinem wirklich zuordnen, weil beide noch nie im Leben gehört, noch nie was von gehört tatsächlich. Aber beide Stimmen harmonieren sehr gut zusammen, auch mit dem Beat gerade. Ja.
Also ganz ehrlich, ne, der Vibe ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, der wird sich auch noch auf die anderen Tracks mitziehen, der Vibe. Also ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was die beiden da gezaubert haben. Oh, wer weiß, ne? Wer weiß. Wer weiß, was die da noch gezaubert haben. Geiler Song. Geiles Teil, geiler Track. Schöner Track. So. Kommen wir zum nächsten. Das wäre die Wahrheit. Beziehungsweise Wahrheit. Ich wollte jetzt nur irgendein Wortspiel da noch mit reinbringen. Ich will nicht grillen. Danke. Aber ja. Also ich bin jetzt schon alleine vom ersten Track her überzeugt, dass das nur geil werden kann, dass mir die anderen Tracks eigentlich auch gut gefallen werden. Da ich generell auf so einen Vibe, auf so einen, ja, auf so diesen Style da einfach, den sie da haben, in dem ersten Track, so, den feiere ich brutal. Ich glaube, so ein bestes Beispiel wäre, I don't know, Akaya und so, dass ich glaube, die wären ein gutes Beispiel dafür, für den Vibe oder für die Vibes, die ich gerade so feiere. Ja. So, wir gehen rein. Wahrheit. Soll ich sagen, ne? Das ist halt auch wieder der White, den ich gerade feiere, Digga. Aber tatsächlich muss ich sagen, der Track gefällt mir gerade besser als der erste. Also als der erste richtige. Ich zähle die Audios nicht mit als Tracks. Aber bis jetzt gefällt mir tatsächlich gerade wirklich Wahrheit besser als Streuner. Einfach weil ich den Beat auch geiler finde bei dem jetzt. Und einfach weil es so von der Schiene oder auf dem Vibe, wo ich gerade so bin, einfach mehr
oder und eher rankommt als der erste Track. Aber es ist jedem seins, welche Songs er feiert, welche Songs nicht. So, ich feiere beide. Ich finde beide geil gerade. So, aber Wahrheit würde bei mir eher in der Playlist landen als Streuner. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Track und zwar mit einem Ghost. Schauen wir mal. Gehen wir rein. Okay, so ein bisschen Trap-Type, okay. Musste gerade bei der Line mit Better of Alone musste ich gerade irgendwie an Duty und Akaya denken. Cool. Also, was ich dazu sagen kann zu mit einem Ghost ist, ich feiere diesen Trap-Type, feiere ich übelst. Also der Trap-Type hat mir gerade übelst gefallen. Generell so Trap-Beats fehlen mir im Moment persönlich gerade einfach ein bisschen. Die fehlen mir gerade einfach persönlich. Aber schön, dass wir hier jetzt einen hatten. Also ich glaube, der Track kommt auf jeden Fall in die Playlist rein. Ich glaube, der kommt sogar in zwei Playlisten rein. Ja. Aber geil. Geil, geiler Track auf jeden Fall. Schöner, schöner, geiler Track. Ja, den hole ich so safe in die Playlisten. Ich schätze mal, wenn ihr gerade dieses Video seht, habe ich die Tracks wahrscheinlich schon irgendwie auf die Playlisten aufgeteilt. Weil es wird safe welche gehen, die in die Game Through the Time Playlist kommen. Wie jetzt zum Beispiel eben mit einem Ghost, der kommt safe in die Playlist rein. Joa. Gut, genug gelabert über den Track. Die gehen rein in Paranoid oder Paranoid, je nachdem, wie man es ausspricht. Ob Deutsch, Englisch, ne? Ja, fast dasselbe. Fällt nicht. Aber wir starten rein. Und das ist sogar der Track mit den meisten Streams hier auf dem Album. 58.351. Ich habe auch gerade gesehen, ich sehe auch gerade 9.353
83 monatliche Hörer. Und wenn ich das bei gerade, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, hat Even, keine Ahnung, irgendwas mit knapp 22.000 monatlichen Hörern. Und ich habe nie was von dem mitbekommen, ne? Noch nie vorher irgendwas gesehen. Ich habe die auch random nur durch TikTok entdeckt. Also, keine Ahnung. So, egal, genug gelabert. Wir gehen rein in Paranoid, Paranoid. Gib ihn. Born Broke, Die Rich, das sagt mir gerade irgendwas. Weiß nicht, der Discord so? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin auf irgendeinem Discord, der so heißt. Keine Ahnung. No, ich habe Geister gesehen. Gedanken, die sich in mir immer noch drehen. Wie im Kreis. Sie werden zu einem Problem. Die sind im Zeug, was ich nehme. Oder werde ich langsam paranoid? Kann mich nicht wehren. Tausend Stimmen lenken meine Gedanken. Auch wieder so ein schöner Trap-Type. Sehr geil. Gefällt mir jetzt schon. Gefällt mir jetzt schon. Aber ganz ehrlich, so Trap-Type, ne? Fehlt halt im Moment so ein bisschen, ne? Das ist halt echt schade, weil Trap ist jetzt auch fast zu Ende gefühlt, so. Ne? Passiert ja auch nicht mehr so viel jetzt. Aber, ne? Eigentlich nicht, ne? Ne, ja, komm, scheiß drauf. Wie gesteuert von der Panik kann es nicht realisieren. Meine Panik treibt mich an, langsam verfall ich in ihr. Stimmen werden immer lauter, bis mein Kopf noch explodiert. Gedanken kreisen in mir, wird von ihm manipuliert. Ich nehm die Liebe jedes Menschen und ich tränk sie in Hass. Verstümmel mein Bild, bis es zu keinem mehr passt. Bin ich wechselfrei, ich wahrscheinlich auch von meiner Last. Bekomm ich jetzt unter Kontrolle, raubt es mir meine Kraft. Ich habe Geister gesehen. Gedanken, die sich in mir immer noch drehen, wie im Kreis. Sie werden zu einem Problem, die Sand im Zeug, was ich nehm. Oder werd ich langsam paranoid? Kann mich nicht wehren. Tausend Stimmen lenken meine Gedanken. Es ist nie wahr, was du siehst. Find keine Lösung meiner Sicht, verzählt egal, was ich mache. Sie macht mich paranoid. Menschen schenken mir Vertrauen, ich empfehle ihn für Haus. Es ist nie wahr, was du siehst. Vom Vibe her, sehr geiles Teil. Also Vibe-mäßig ist das auf jeden Fall ein Brett. Ja. Ganz ehrlich, also ich kann persönlich selber nicht meckern. Also ich kann da jetzt nichts irgendwie zu sagen. Im Negativen gesehen. Was ja auch gut ist. Also im Moment bin ich sehr positiv gegenüber dem Album. Aber wir haben ja noch 4 Songs vor uns. Und halt jetzt noch die beiden und noch die beiden Audios. Und eine Audio kriegen wir jetzt. Rainer. Take the time and you will be fine. Eventually, most likely, you'll feel the corners of your mouth naturally rise and you'll know that it's real because everybody will be able to see it in your eyes. But until then, I was just going to check on you because I was thinking of you. And I wanted to make sure that you're doing okay. Let me know if you're not. I'm always here if you need to talk. Are you sure?
sure you want to enter the EMR project any further. Okay. Ich habe keine Ahnung, was diese Audios sagen sollen. Aber ich find's cool, dass die das mit eingebaut haben. Das hat mal was anderes. Es sind 11 Songs, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, 11 Songs. 11 Songs und halt so gesehen 2 Teile vom Album. Oder 2 Teile. Und erst dieser Anfang und jetzt so gesehen noch das Ende. Ja, die eine Seite und die andere Seite. Und wir fangen den zweiten Teil an mit SUV. Ich glaube, das war der Track, den ich auf TikTok gehört habe. Ganz kurz. Das war doch das mit, ich lenke den SUV mit 160 in die Wand oder so. Irgendwie sowas, ne? Müsste der gewesen sein. Genug gelabert. Rainer. Ihr seht mich komisch an. Ja, das hat die Welt aus mir gemacht. Ich geh nicht raus, ich seh nur leere Silhouetten in der Stadt. Kaputte Menschen, sie ertränken sich in Hass. Hab keinen Führerschein, doch lenk mit fucking 165 in der Wand. Ich lenk den SUV mit 160 in der Wand. Schau mir zu, ich mach das Bettmobil im Handumdrehen zum Leichenwagen. Ich pull zur Party in einem SUV. Doch in einem Sarg bin ich gegangen. Ich will eigentlich nur weg von hier. Doch kann nicht fliehen, ich bin gefangen. Ich zieh am Lenkrad von einem SUV. Will weg von hier, den Teufel in der Hand. Ich suche exklusiv nach Endorphin. Doch glaube nicht mehr lang. Ich betäube das Verlangen und fahr durch irgendeine Stadt. Der Wagen übersteuert, ich raste vor 160 in die Wand. Freunde von damals sind Feinde von jetzt. Reste von gestern finde ich in meinem Bett. Mein Zimmer sieht aus wie mein Kopf. Es liegt überall Schrott, kann den Boden schon nicht mehr erkennen. Schreibe das hier so wie mein Testament. Letzte Minute, die Zeuge, sie rennen. Ich gebe Gas, dann ersetzt man, sagt mir genau wie ich lenk. Ich lenk den SUV mit 160 in der Wand. Schau mir zu, ich mach das Bettmobil im Handumdrehen zum Leichenwagen. Ich pull zur Party in einem SUV. Doch in einem Sarg bin ich gegangen. Ich will eigentlich nur weg von hier. Doch kann nicht fliehen, ich bin gefangen. Sehr geil. Sehr, sehr geiles Ding. Und ich hatte tatsächlich recht. Das ist tatsächlich der von der Track, den ich auf TikTok gehört hatte. In dem Video, was mir vorgeschlagen wurde. Ich muss ehrlich sagen, ich finde den Track geil. So, Beat gefällt mir, textlich ist er auch geil. So, wie gesagt, die beiden zusammen passen einfach super gut zusammen, was Stimme angeht, was Flow angeht, was textlich angeht, alles mögliche passen die beiden einfach perfekt zusammen. I don't know, kann auch sein, dass das Bros sind im Real Life oder so, keine Ahnung. Ja, ne? Kann ja alles mögliche sein, aber geiles Teil. Gut, kommen wir zu Geheimnis. Der 8. Track des Albums. Starten wir durch. 2,42, wenn ich das richtig sehe. Ja, 2,42. Gib ihn. Die alten Bilder tun weh. Ich kann dich immer noch sehen. Scheint die Nacht wieder hell durch das Moonlight. Wir haben Dinge durchlebt, die ich so keinem erzähl. Unser kleines Geheimnis, nur du weißt.
zerfällt. Zerstöre mich selber und nicht diese Welt. Ich werde älter und älter, doch nichts, was mich hält. Falls jetzt die Frage kommt, warum ich gerade so skeptisch geguckt habe, ich habe mir gerade etwas vorgestellt, was mit den beiden zu tun hat. Und zwar habe ich mir gerade vorgestellt, wie es sein würde oder wie es klingen würde, wenn man wenn die beiden einen Track haben und man da, I don't know, Akaya, Angel Payne oder keine Ahnung wen dazu holt. Das würde, glaube ich, auch sehr, sehr geil klingen. Das würde, glaube ich, auch sehr, 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 sehr geil klingen. Aber ich glaube, Akaya eher Richtung Paranoid, beziehungsweise Paranoid. Angel Payne eher Richtung Wahrheit. Ja, so würde ich jetzt die beiden Tracks, glaube ich, hätte ich so gesagt jetzt. Ich glaube, hier hätte ich Angel Payne draufgepackt, da Akaya. Ich glaube, das hätte voll geil gepasst. Ich glaube, das würde auch echt geil klingen, wenn die beiden oder einer der beiden irgendwas mit dem jeweils anderen dann macht. Akaya oder Angel Payne, ich glaube, das würde auch so geisteskrank geil klingen. Und dann im Vibe von den beiden Tracks irgendwie. Wäre schon geil auf jeden Fall. Gut, genug gelabert, nächster Track. Und zwar voneinander entfernt. Mit, naja, nein, ja? I don't know, warte mal. Ich würde jetzt einfach Nia sagen. Nia? Ich habe keine Ahnung, ne? Helft mir. Bitte helfen Sie mir. Ich habe keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Aber egal, das ist der nächste Track. Voneinander entfernt. Geht 1,52. Glaube ich, songmäßig der kürzeste. Ja, ist der kürzeste auch. Neunter Track. 8.555 Wiedergaben. Wann kam das Album überhaupt raus? 26. April. Das kam letzten Monat raus und ich habe es nicht mitbekommen. Gar nichts davon mitbekommen. Aber man muss mal auch ganz kurz hier sagen, ne? Die Cover, die sehen schon geil aus, ne? Vor allem hier gerade das SUV-Cover feiere ich gerade voll. Das sieht auch aus. Ja, aber Albumcover gefällt mir gerade am besten so. Aber das Albumcover ist auch schon krass. Warte mal. Kann ich das mal hier genauer zeigen? Oh, achso, warte mal. Wir haben das. Gebt euch mal dieses Albumcover hier. Was haben die da gemacht? Haben die gekocht hier, diese Albumcover? Aber das ist auch wieder was ich so geil finde in dem Cover hier, dieser Glitch-Effekt in der Schrift. Und generell in dem ganzen Ding hier. Dieser Glitch-Effekt, der ist feier ich übelst. So, voneinander entfernt, genug gelabert, Rainer.
Okay, kein. Ich hab. Ich weiß nicht, wo. Ich hab so einen Cowboy-Vibe bekommen gerade. Ich weiß nicht warum. So Old Western einfach. Wir haben uns schon vor langem voneinander entfernt. Ich will dir so vieles sagen, doch du nimmst mich nicht ernst. Ich lüg mich selber an, dass da gar nichts war. Die Verbindung zu erkennen haben wir nie gelernt. Wir haben uns schon vor langem voneinander entfernt. Ich will dir so vieles sagen, doch du nimmst mich nicht ernst. Ich lüg mich selber an, dass da gar nichts war. Die Verbindung zu erkennen. Angst, oh nein, ich komm nicht mehr so weit. Und nur die Panik bleibt, denn ich glaube, ich war nicht bereit für alles, was jetzt wieder kam. Ich muss weg, denn ich hab einfach zu viel gesagt. Girl, sag mir, hast du. Oh, die Voice Effects gerade waren geil. Die waren geil. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer von den dreien das ist. Aber die Voice Effects auf der Stimme waren geil gerade. Mein Herzschlag, ich glaube, dass ich gar keinen Wert hab. Und viel zu lange schon versuche ich mich nicht selbst zu hassen. Und viel zu lange schon bewegst du dich in meinem Schatten. Ich brech dein Herz und ja, ich weiß, du wirst mich ewig hassen. Ich weiß, du hast mich und mein Herz halt wirklich nie verstanden. Wir haben uns schon vor langem voneinander entfernt. Ich will dir so vieles sagen, doch du nimmst mich nicht ernst. Ich lüg mich selber an. Dass da gar nichts war, die Verbindung zu erkennen, haben wir nie gelernt. Ich will dir so vieles sagen, doch du nimmst mich nicht. Ich lüg mich. Ey, die Voice Effects kommen gerade sehr, sehr geil rein. Die kommen gerade sehr geil. Dass da gar nichts war, die Verbindung zu erkennen, haben wir nie gelernt. Sehr geil. Ey, ich fand die Voice Effects geil. Die waren übelst gut, die haben voll geil gepasst gerade. Ja. Geiles Ding auf jeden Fall, ne? Geiles Teil. Kommen wir zum letzten richtigen Track. Danach haben wir noch eine Audio. Kommen wir zum letzten richtigen Track, und zwar Labyrinth 227. Gib ihn. Boah, so ein Gitarrenbeat. Boah. Oh, boah. Oh, ey, ey, okay. Bester Song. Aber Gitarrenbeats sind geil. Ich liebe Gitarrenbeats. In meinem Kopf ein Labyrinth. Ich seh nur zu, wie die Zeit verrinnt. Ein tiefes Loch, füll es mit Absinth. Noch ein letztes Mal. Wo ist der Knopf in mir drin? Bitte schalt ihn aus. Bin ich am Spinnen, fast wie im Trance. Verstummt der Sinn, noch ein letztes Mal. Ich hab's mir gesagt und dann wieder drauf geschissen. Hör ich auf meinen Therapeut, redet in mein Gewissen. Warum wär ich nur enttäuscht, hat mich jemand hier vermissen. Noch ein letztes Mal. Ich hab so vieles bereut, wie soll ich es besser wissen. Wenn so gut wie jeder Freund dich jedes Mal einfach im Stich lässt. Auf der Straße wie ein Wolf, werf ich ein zum Blick zum Himmel. Noch ein letztes Mal. Ich bin ehrlich, der Gitarrenbeat holt mich gerade komplett ab, ne? Also es ist ja nicht mal wirklich ein richtiger Beat, Digga. Es ist einfach nur eine Gitarre und selbst das holt mich ab. Letztes Mal. Letztes Mal. Letztes Mal. Letztes Mal. In die Letzte gekommen, stark. Aber egal. Passt sogar eh, weil ich gerade was sagen wollte. Und zwar, ich glaube, for real, dass das bisher einer der Tracks in meinem Top, in meinem persönlichen Top 3 ist. Zusammen mit Wahrheit und Paranoid. Ich glaube, for real, Paranoid, Labyrinth, Wahrheit. So würde ich meine Top 3 ausstellen.
Ja. So würde ich meine Top 3 ausstellen. Der Track gerade klingt extrem geil, alleine durch diese Gitarre. Im Kopf, ein Labyrinth. Ich seh nur zu, wie die Zeit verrennt. Ein tiefes Loch, füll es mit Absinth. Noch ein letztes Mal. Wo ist der Knopf in mir drin? Bitte schalt ihn aus. Bin ich am Spinnen, fast wie ein Trance. Verstummt der Sinn, noch ein letztes Mal. Ein letztes Mal, alle Sorgen mit dem Markt zu ersetzen. Ein letztes Glas, leer ich nach, bis ich alles vergesse. Ein letztes Mal, diese Angst fühle mich von ihr besessen. Ein letztes Mal, falls ich fall, kann mich keiner mehr retten. Die Wände schwarz wie die Lunge, denn ich rauch nur noch Kette. Jeder Tag eine Challenge, kann ich aufhören zu denken. Das Leben kurz, ich weiß, trotzdem will ich's beenden. Die letzte Chance auf vorbei, und ich fühle mich nach Zigaretten. Sehr geil, sehr geil. Sehr, sehr geiles Teil. Sehr, sehr geiles Teil. Alleine durch die Gitarre. Gut, kommen wir zum letzten Ding. Oder zur letzten Audio. Und damit auch so gesehen zum letzten Track des Albums. Audio 2024-04-26, 19:23. 55 Sekunden, die längste Audio tatsächlich, ne? Ja, die längste Audio. Gib ihn. And I wanted to make sure that you're doing okay. Let me know if you're not. I'm always here if you need to talk. Escape my reality. Okay, ja, das war die letzte Audio und damit haben wir das durch, damit haben wir das Album durch. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne mal ein Like und ein Abo da, schaut in die Videobeschreibung, da ist alles mögliche verlinkt, da ist das Album verlinkt und ja, würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, bis dann, tschüssi.